So, wir sind draußen. Wir haben nur Lilim besorgt. Jetzt gehen wir rüber nach Shinjuku, wo wir uns mit Oya treffen. Wo wir scheinbar uns auch demnächst noch eine Aufgabe erwartet. So viel Müll ist hier. Das Schild. These are the suggested house for this club. The faces and hairstyles, they are also similar. If you told me they were all related. Oh ja. Ich will eigentlich irgendwie die Gerüchte gar nicht hören, aber hören wir uns mal von den zwei die Gerüchte an. A member of the Phantom Thief was finally caught. The time in the spotlight was so brief. It was all thanks to Akechi-kun. But oh no, my beloved feels so distant from me again. Where are you, Akechi-kun? Somehow he must know how you fear he's run away and gone into hiding. Ja, geh bitte und versuch ihn zu kriegen. Das wäre bestimmt voll lustig. Welcome, wow, you look kinda young. Was soll das denn heißen? Ich weiß, ich habe die Filme jetzt ein bisschen außer Acht gelassen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so die Zeit momentan für die Filme. Außerdem haben die bis auf Charming keinen Nutzen mehr für mich. Yeah, I sure come here a lot. I don't really mind it, but keep yourself in check, okay? Ja, ich bin nur wegen Oya hier. Hallo Oya. I wonder if the Phantom Thief leader really died. There hasn't been any comments from the police. I don't like the detective, the Akechi guy. He's so cocky. God, my head is splitting. Work's been tough. I need a break. Oh, you have any good stories? I'm taking a little break. So I'm all ears. Yep. Ich hab Lilim extra dabei. Nobody thinks you are alive at this point, so it should be okay as long as you are careful. What are you gonna do? Are you gonna hang out with Oya? Ja, ja. Machen wir. Lala-chan, 2 drinks, please. Here, take a seat. Mal schauen. I'm so exhausted. Thanks to my quota and that shithead chief. But I made some progress on my personal investigation. I did some research on the Phantom Thieves. I'm starting to get the impression they might actually be the real deal. No sign of an internal power struggle, no dirty money changing hands. It almost seems like all this recent negative press was fabricated. There's no actual proof to support the claims. And I mean, you are still a fan, right? Honestly, the more I get to know about the Phantom Thieves, the better I understand them. I can't relate to this sincerity. They remind me of how I used to be. I already know firsthand that fighting the evils of society is a never-ending, thankless job. But I still do it nonetheless. I bet the Phantom Thieves share the same type of passion. I never thought I would hear you talking about passion, Ichiko-chan. Maybe all this talk about the Phantom Thieves has influenced you, or maybe it's just a kid. Maybe. I mean, he's a pretty big fan of theirs, so... Was? Telefon? Yes, this is Oya. That's right. What? You found Kayo? Where is she? What do you mean, you can't tell me? Why the hell not? Hey, what's going on? Wait! Ah, Kayo. Worum ging's da gerade? Könnte es sein? Could it be? Could it be? That was one of my journalist's friends. He thinks he found Kayo. He followed up on a pretty far-fetched string of rumors for me. But now he's saying he doesn't want to get involved. Damn it. Why the hell won't he tell me what's going on? I can't just give up now. At least that's a progress. I mean, we didn't even know Kayo-chan was still alive before now, so... Stop right there! Uh-oh.
I knew it. You've been looking into Kaio's case behind my back. Well, not anymore. I've cut off all your resources. I suggest you drop this investigation if you don't want to face the consequences. Hat er was damit zu tun, weil das hört sich genau danach an. Wait, you are the one who pressured my contact to keep quiet? I told you, this is where your wild goose chase ends. Oh, and I will be doubling your quota again. No more of this personal investigation, got it? Huh? What? Are you trying to kill me? Hey now, Mr. Chief, can you really do that? I don't think anyone asked for your opinion, bitch. Okay, Hausverbot. Der hat hier nichts verloren. Er darf hier nicht irgendwie reinkommen und Leute beleidigen. Listen to me, Oya. Give it up, unless you wanna end up just like that stupid friend of yours. Was ist das? Ist das eine Drohung? Hallo, hier sind Zeugen und er droht ihr. Don't talk about Kaio like that. Stop messing around. Don't you dare. If you even think about talking shit on Kaio again, I won't hesitate to beat the living crap out of you. Whoa, hold on. Take back everything you just said, or I'm gonna do even worse. It's too late now. The higher-ups have decided to put that incident to rest. And that's what we are doing. You understand? That spineless little bastard only cares about himself. Shit. This had to happen just as I got a new lead on Kaio. What should I do? Should I go knock him out? Calm down, beruhig dich. Don't let him provoke you. Lass dich nicht von ihm provozieren, das stimmt. Let's think of another way. Lass uns über einen anderen Weg nachdenken. Das ist das Neutralste. Lass uns über einen anderen Weg nachdenken. That's easy for you to say. Now I need to stay calm. Calm, yes, calm. I can't give him any more reason to fire me. Just stay calm and... this sucks. An even greater quota is gonna be a problem, but I can't give up now. I promise I won't stop fighting. I will prove it to you with another great article. Exclusive to Phantom Thieves. Stealing hearts and changing lives. Sorry, I really will try and calm down now. I can sense Oya's passionate devotion. Ja, da ist sie, glaube ich, auch hinter irgendwas wirklich Gutem her. Outrageous Scoop delivers the same effect as Rumor Field Scoop, but to incredible effect. Alright. Ja, ich finde die eh nicht so besonders, diese Effekte, die wir da hier kriegen, aber ist okay. I'm still frustrated though. All that bullshit he said is really getting to me. I wish I was better at controlling my emotions like you are. You should work on that. You are charming as you are. Du bist... und das ist nett. Du solltest dran arbeiten, du bist charmant, so wie du bist. Das sag ich mal. Ja, charming as you are. Hä? Huh? So... Nobody said anything that sweet to me before. More importantly, Ichiko-chan, how are you gonna manage having your quota doubled? I will just work twice as hard. I should be fine as long as I keep getting good info from my favorite source here. Give me some news. Oh, that reminds me. Let me hear all about today's scoop. Or the scope? Scoop? I spoke about the Phantom Thieves in a way that somehow piqued Oya's interest. Yes! Charm! Genau das, was wir brauchen. Komm schon. Ach, immer noch nicht Alright. genug. Wirklich, Charm würde ich so gerne haben. I should be going. See you next time. You have info for me. Ach so, ja, wir haben den 26.11. Samstag. Stylish College Student. Jetzt kriegen wir das von Osmokotos Perspektive mit.
Have you been keeping up with the election? I wonder if Shido-san's going to take it all. We might be hearing news about the birth of the Shido administration by the end of the year. I wish Akechi-kun would run for office. He got more votes than all those incompetent politicians. I don't usually care about elections, but it's exciting when people are so into it. Everyone is in danger. We need to make him have a change of heart soon. So, wir haben jetzt hier Freizeit, aber ich werde jetzt mal kurz speichern. Und dann gucke ich mal beim nächsten Mal oder gleich, was wir als nächstes machen. Ich muss jetzt aber die Aufnahme beenden. Also dann, danke fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst. Bye, bye! Hallo, und da sind wir wieder, beziehungsweise es geht gleich weiter. Oh, cool. Wir versorgen unsere Pflanze erstmal mit wichtigen Nutritions. So, damit die auch schön wächst und gedeiht. Wir kriegen zwar nichts mehr davon, aber ist okay. So, ja, das sollte erstmal gut sein. Dann schaue ich mal, wer uns schreibt. Aha, okay. Ryuji, glaube ich, will, dass wir einfach da hingehen in die... Wie heißt das denn? In den Palast. Und Shinya möchte, dass wir uns mit ihm treffen. Dann schaue ich mal kurz, wer sonst noch irgendwas will. Futaba. Ich finde, ich sollte diese Missionssachen erstmal abfrühstücken. Deswegen werde ich mich mit Futaba auf jeden Fall treffen. Ich gehe mal kurz noch nach dahin. Station Square. Machen wir ein bisschen Glücksspiel. Hier noch. So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wie gesagt, ich werde das mit Futaba machen. Oh, ich muss noch gucken, ob ich die nötigen Sachen habe. Wann ist es hier? Am 12. Am 2.12. 2. Dezember. Oh, hier können wir ein Kalendertürchen aufmachen. So, bevor wir aber dann jetzt gleich das machen, wollte ich eine Sache noch schnell nachschauen. Warum können wir nicht rennen? Das ist doof. Ich würde gerne rennen. Ich gucke, was läuft eigentlich im Kino? Time to see Admission Impossible. Admission. It's the story of a man who is forced to break into his secure apartment to get his spare key. You should be able to enjoy the movie on a deeper level now. Ja, ja. Was kriegen wir davon? Ja. Nee, das brauchen wir nicht. Wir sind doch schon ganz gut darin. So, ach genau. Was ich nachgucken wollte, wenn wir uns... Nein, wenn wir uns mit Futaba treffen wollen... Ob wir eine Hermit-Persona haben. Haben wir. Das ist gut. Star haben wir auch. Das heißt, ja, wir können uns mit den ganzen Leuten erstmal treffen, mit den Zweien, mit denen wir uns treffen wollten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwo hin wollen vorher. Naja, das ist jetzt nicht wichtig, ob ich dahin gehen will. Wo ist das Theater? Wir fahren mal vor das Theater. Und wie gesagt, ich treffe mich dann gleich mit Futaba und schau, ob es funktioniert hat. Ich wollte nur hier wissen, ob es, was hier gerade läuft. Back to the Ninja again. Nee, den haben wir schon gesehen. Ich weiß gar nicht, wer den mit uns sehen wollte. Auf jeden Fall brauchen wir den jetzt nicht mehr zu sehen. Deswegen, wir treffen uns einfach mit. Aber man merkt hier aber auch, es ist Herbst und bald wird es hier vielleicht sogar auch schneien, hoffentlich. Und es wird schön kalt. Nichtsdestotrotz sprechen wir jetzt mit Futaba. Wir haben da noch was zu klären. Mal schauen. Welcome back. Yo, what do you wanna do today, Mom? Let's head into the metaverse. Nein, let's hang out. What? Wait, wouldn't it be bad if someone spotted you?
We're in the middle of our whole filtration plant, you know? I will be fine. Really? I guess I can't complain too much, since you're gonna be hanging with me. You're free, right? There's something I really want to talk to you about. It would be awesome if you could make some time for me. Ja, das will ich ja machen, deswegen sind wir ja hier. Nobody thinks you are alive at this point, so it should be okay, as long as you are careful. What is your... Ja, ja, wir hängen out mit ihr. Yep. Okay. Let's go for your room then. Ja. Und dann fragt sie mich, ob es okay ist, wenn wir zusammen rumhängen, wenn es eh in meinem Zimmer ist. Hey, listen. So, I emailed Kana-chan. And believe it or not, she replied. We even ended up talking on the phone about elementary school. She said the only reason she got mad at me about her diary was because she was embraced. Embarrassed, glaube ich, nicht embraced. Apparently, she thought I would hate her if I knew about her secrets, so she ran away. I guess me and her are pretty much the same after all. Long story short, we made up. I finally apologized to her. Das ist unglaublich. Ich bin froh, das zu hören. Hast du überhaupt gestottert? Oder gezögert? I'm glad to hear that. Yep. Pretty awesome, huh? Maybe I should have had a separate promise on my list for that. Anyway, it's too far to actually visit each other, so we've been sending emails back and forth. We even made a promise recently to both go to high school next year. You know, there's no way I would have been able to call her and apologize before. It's all because of you that I could do it, Mugen. Du hast auch ziemlich hart gearbeitet, das stimmt. Ah, du lässt mich erröten. Krieg ich eine Belohnung? Ich sag, you worked really hard too. Das hat sie nämlich auch. Yeah, I guess you're right. It's kind of embarrassing to actually hear you say that. It's so... Oh, I almost forgot. Kana-chan was really surprised. The fantasies listened to her request. She will never know the truth of the matter, though. I finally finished that promise. Get along with Kana-chan. This is really important, so I'm gonna say it again. Thanks. Thank you, Mugen. Wait a second. I never said it the first time. I guess that means I just have to say it again now. Thank you, Mugen. Seriously. Ah, you're welcome. Wir genießen ihr Vertrauen und wir kriegen Rang A, der uns leider nichts anderes bringt, außer Alright. Ihre tiefste Dankbarkeit, aber die ist uns auch schon genug. It's okay if I ask you for a favor real quick. I mean, I just finished a super old promise. So, can you pat me on the head? Mom used to do it when she was happy with me. Just pat. Can you do it? Ist das alles? Okay für mich. That's all? Fine by me? Alright! Aww. Alright, bring it on! Gut gemacht. Was ist los? That was totally different from how my mom used to do it. My heart, my face, it feels like they're on fire. Calm down, whatever. Ist alles in Ordnung? Phew, looks like that strange outburst is finally over. My heart's still beating really hard, but I'm totally good now. Sorry for making you worry. I just remembered I still have one more promise to do. Being okay without you around. Can I really do this? Is that really possible? Wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht mehr möchte ohne seine Wenigkeit in der Gegend. Meh, I will find out some other day. Excuse me. Excuse me. Peace out. Ich habe Futaba nach Hause gebracht. Undercover. Habe mich als der Milchmann ausgegeben. Damit man keine Fragen stellt und so weiter.
Ah, you're back. Ja, das bin ich. Hahaha. Oh, da fällt mir ein. Ich wollte doch eigentlich Wäsche waschen. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Was haben wir denn überhaupt... Ach, wir haben uns mit Oya getroffen und ich habe total vergessen, Wäsche zu waschen. Ich wollte Wäsche waschen. Some scammers are sunk. Those scammers are sunk. Das können wir, glaube ich, lesen. Hey, I heard the scam group that was going after old people has changed their ways. Apparently, the leader even called the victims personally... Persönlich, to apologize. I can't believe people treat you so poorly when you are going out of your way to help others like this. Don't worry about it. They will recognize us someday. That's just how the world is. Mach dir keine Sorgen darüber. It's just frustrating, you know? Anyway, I will be counting on you in the future too. I'm on your side. Yeah. We managed to meet people's expectations this time too. I'm so proud of us. I think we may just solve the mystery of Memento soon. I'm starting to feel anxious. Das Mystery der Mementos. Was wir jetzt... Ja, ich werde aufpassen. Was wir jetzt machen, ist einerseits Wäsche waschen gehen, dann gehen wir kurz nach Shinjuku, um dort... Huch. Verkauft der hier noch was, was wir noch nicht haben? What would you like? Ja, aber davon haben wir so viel. Oh, die verkaufen jetzt tatsächlich neue Sachen. Vielleicht sollte ich mich in den Läden nochmal umsehen. Es ist ja auch bald Winter. Okay, die machen gleich zu, dann lassen wir das. Dann gehen wir, wie gesagt, Wäsche waschen. So, gibt's hier irgendwas, was ich noch nicht habe? Nö, habe ich alles einmal gekauft. Dann lassen wir mal Miss Kawakami herkommen. Corrupt Gear. Add another item. CD Gear. Und noch eins passt rein. Dann nehmen wir das Acryl-Verschmierte, was wahrscheinlich eigentlich schlecht ist. So, what do you want? She did say she wanted to do free Kawakami. Wir nutzen... Ich finde das gemein, eigentlich sie da auszunutzen. Das hört sich immer so nicht schön an. Aber ich... Nutzen wir sie wirklich aus? Sie ist uns auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Was gibt's hier? Haben wir auch alles. Okay. Gut. Dann verschwinden wir kurz nach Shinjuku. Da will ich auch wissen, was gerade da im Kino läuft. Das ist schon so lange her, deswegen weiß ich es gar nicht mehr. Auch wenn wir es nicht anschauen. Patch Saw, den haben wir auch schon gesehen. Guts. Nee, den will ich nicht mehr sehen. Wenn, dann müssten wir den Mission Impossible Film sehen. Aber den haben wir ja erst gesehen, deswegen. Das wird wohl nichts. Hm? Hä? Hm? Wollt ihr mich wie soll ich denn bitte schön... Achso, das sind nicht die, das ist der Automat. Ich laufe da hin und versuche da ranzukommen. So, hier wollte ich hin. Thanks for dropping by. Mega Fertilizer, der geht uns schon langsam aus, deswegen kaufen wir nochmal, keine Ahnung, 4 Stück. Ich weiß, wir könnten wesentlich mehr kaufen, aber ich habe jetzt keine Lust, noch mehr zu kaufen. Ich glaube, hier gibt es echt nichts mehr. So, dann gehen wir halt hier hin. Hier ist auch nichts. Aha. Oh, der ist kaputt. Okay, gut. Dann, wir haben hier alles geholt. Ich glaube, ich habe hier auch nachgeguckt, ob es hier noch sonst irgendwas gibt. Da gab es aber nichts mehr. Ich glaube, wir sind dann hier fertig, ne? Dann können wir uns mit Hifumi treffen. Machen wir auch mal. Gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Let's talk.
There's something I would like to tell you. Something unbelievable happened. I'm still confused about it. Would you be able to make some time for me today? Ja, machen wir. Ja, ja, wir kennen das. Head over immediately. Thank you very much. I will see you at church. Und zur Kirche. Zahlen wir dafür Geld? Actually. Well, my mother finally talked to me. She told me that most of my matches thus far had been fixed in my favor. She also admitted that she was the one who sold that story to the weekly magazine. I had no idea. I feel so ashamed. However, thinking back, I do recall some of my opponents making poor moves at odd times. I have always wanted people to recognize my shogi skills, but I suppose I never had any. I became so conceited as a result of all those fake victories. Why did my mother confess all of a sudden? It's as if she had a change of heart. Oh. A change of heart? The Phantom Thieves? Oh, that can't be. Perhaps they eavesdropped on our conversation. Vielleicht. Vielleicht you are overthinking it. Du denkst zu sehr darüber nach. I'm glad her heart changed. Ich sag mal, you are overthinking it. You're right. It all just seems so surreal. I've decided. I'm not going to lose. Lose what? Also ganz ehrlich, ich weiß, dass sie die bevorstehende Partie meint, von der sie uns ja auch erzählt hat, dass sie sie verlieren soll, um dann im Magazin und bla 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 mehr draus zu schlagen. Von was sprichst du? What are you talking about? Ja, das andere hört sich dümmer an. Lose what? Oh, sorry, I was referring to the exhibition match. I'm going through with it as planned. However, before that, I'm going to confess everything. And now, I will receive a lot of criticism, but I must ensure the truth is known. Mm-hmm. This next match will showcase my true talents. I don't know how it's going to go, but I hope you will watch. As your teacher, I promise to put up a good fight, so I don't embrace myself. Embarrass, Entschuldigung. Schon wieder. Er fiel für mich Trust in me. Auch ihr Vertrauen haben wir gewonnen durch ein bisschen mehr Action in den Momentos. Auch mit ihr haben wir Rank 8. I would be lying if I told you that I'm not scared. My kingdom is a house of cards. I'm not sure if it can withstand a true battle. However, I intend to fight with dignity to the very end, as a queen should. There's a new movie I would like to test out. Move, Entschuldigung. Wir waren so sehr oft in den Kinos, dass ich jetzt Movie sage. To test out for the exhibition. I look forward to it. Will you stay for another game? Ja, natürlich. Please. Come at me with all you have. I'll start. That is, if you can get past the valiant knights who guard my Togo kingdom. Okay. Ja, ja. Mhm. Danke, mein Wissen hat sich noch mehr gesteigert. Alright. Until next time. I see, so there's still room for improvement. I would like to do this again sometime. Gerne, gerne. Aber nicht mehr heute. Hi! Thank you for waiting. Here you go. Wir bekommen Lucky West Coast, Gambler Guard, Corbett Apron. Corbett Apron. Müssen wir mal nachgucken, ob wir das dann haben. Aber das können wir erst leider nächsten Tag machen. Ja, ja. Weil für gewiss gehen wir jetzt wahrscheinlich ins Bett.